Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, oder wenn ihr das schaut, im Hafen mal schön und grüße euch mal wieder mit einer falsch ausgesprochenen Begrüßung zum sechsten Kampf im UDT. Ja. Die Smikings gegen Benji. Sein Team ist recht heftig. Problem ist, ich kann dieses Mal kein Teambuilding-Video machen, also letzte Woche, weil ich im Urlaub war und deswegen keine Zeit dafür hatte. Ja. Die Sets findet ihr alle in der Videobeschreibung in einem Pokepaste-Link. Geh mal schnell durch. Ein Scarf Landorus, ein Chartyberry Ramot, ein Necrozma mit, ich glaube, 51% Beere war das. Megawaldro, Assault Vest, Metagross und Turtok. Falls ihr irgendwelche Fragen zu meinen Sets habt, stellt sie mir in den Kommentaren. Ich beantworte euch die Fragen, weil ich kann das gar nicht alles in der Zeit nicht durchgehen. Weil Problem ist, die Sache ist ja hier voraufgenommen, das Video. Und weil ich keine Capture Card habe und deswegen die Videos nicht selbst aufnehmen kann. Nochmal danke dafür an Pufti. In den geht's übrigens nächste Woche. Ich würde sagen, wir legen los. Burgos T im Lead gegen Landorus. Und er lead mit seinem Shiny Tornadus T. Ich mit meinem Landorus. Ich war gescarft. Deswegen bin ich einmal auf die U-Turn gegangen, um zu scouten, ob er irgendwas reinswitcht oder so. Aber wir sehen, er ist schneller. Heißt, er ist scarft Tornadus. Okay. Ist halt schneller als Grammar, schneller als Megawald, oder? Deswegen nicht ganz so geil. Aber ja. Ich auf die U-Turn. Kriegt damit okayen Schaden auf seinen Tangela. Dann würde ich sagen, dass es schlechter Damage war. Und gehe in meine Ramot, um ihn direkt raus zu scannen. Ja, Ramot ist hier in diesem Kampf auf jeden Fall auch die Win Condition. Der muss hier einiges reißen. Und er geht in seinen Wolverock. Die Sache ist, ich könnte einen Accelerator in meiner Chartyberry tanken. Aber ich will das nicht riskieren, dass jetzt mehr auf den Steinkant oder so geht. Deswegen gehe ich raus in meinen Turtok und er drückt wahrscheinlich die Steinkante. Die hätte ich gekillt, trotz Chartyberry. Und die machen auch richtig viel Schaden wegen dem Life Orb. Wer ist euch Turtok drin? Der ist natürlich auch wieder dabei. Muss ja sein. Ich glaube, es ist das fünfte Match, wo er dabei ist. Ja, und er geht in sein Tangela. Ich bin hier einmal aufs Toxin gegangen, weil ich gerade inzwischen erwartet habe. Und bin recht vorsichtig hier ein getoxtes Tangela auf seiner Seite ab. Die Musik ist gerade echt shady. Die ist jetzt nicht so. Das wäre eher so ein Final-Theme, aber. Ja, ich hätte mal das von vorne ausgewählt. Geil. Ja. Ich gehe in meinem Metagross. Ich gehe auf Schafpuder und Mist. Nicht so cool für ihn, aber ich nehm's, sagen wir mal so. Und ich auf einen Ice Heap. Ich habe halt leider kein Full Attack Investment. Ich habe halt leider gar kein Attack Investment. Sie machen nicht so viel Schaden und er kann mich Sleep Powdern. Die Sache ist halt, ich hätte. Ich habe in dem Team gerade keinen Mann, was ich wirklich gerne schlafend haben würde. Aber mich da raus noch das geringste Übel bei den schlafenden Mons. So, er geht in seinen Hooper. Ich bin auf den Sternhieb gegangen, habe gehofft, dass ich vielleicht aufwache, aber geht ja nicht großartig. Ich muss hier drin bleiben, weil ich keine Ahnung habe, was das Ding ist. Wenn das Specs ist, habe ich wirklich keinen Switchen da rein. Life aber auch nicht, aber das ist ein Crit. Also, der hätte mich auch so getuscht schon, aber Problem ist, ich habe jetzt auch keinen Patronenhieb und ich kann Metagross ja auch nicht großartig hochhalten, deswegen muss ich Metagross direkt abwerfen. Nicht cool. Aber ja. Ich gehe meinen Gewaldro und wollte jetzt eine Night Slash quasi vortäuschen. Den habe ich aber leider nicht. Aber vielleicht besser geht es schon dem Iron Tail, wenn er das Rivian eh nicht dabei hat. Und gehe einfach mal auf den Drachenpuls, weil ich ja vielleicht geht er raus. Weil ich kann ihn irgendwie rausgern und wenn er drin bleibt, kann ich vielleicht ein bisschen Damage drauf bekommen. Am Nachhinein war es dann einfach nur Kacke von mir. Jetzt habe ich zwei Monster an Hooper verloren. Und ein großer. Und nicht mal die Hälfte runter von dem Ding. Hier in Lando muss jetzt selber von die Q gehen, damit ich das Ding rausbekomme.
Ich habe jetzt schon zwei Mons Anhub. Ich habe jetzt schon zwei Mons verloren. Das sind gerade mal 5 Runden oder so rum. So, er geht in sein Tangela. Wie gesagt, ich musste auf den EQ gehen. Jo, no, EQ macht nicht viel gegen Tangela. Hab mir natürlich direkt wieder mit dem Sleep Powder gerechnet. Weil er vorher auch nicht auf Sleep Powder gegangen ist. Und gegen Turtok. Und ich wäre schon wieder ein Sleep Powder ab. Kann ich mir den Lapdis wieder ein bisschen hochheilen? Und ich bin jetzt straight für den Eisstrahl gegangen, weil ich damit Tangela jetzt sehr gut Low hätte holen können. Aber wir gehen in sein Pion Draghi. Jetzt auch mal Eisstrahl und wir sehen direkt, das Ding ist Assault Vested. Das ist viel zu wenig Schaden. Hat zwar keine Spezialtech Investment, aber es ist selbst dafür richtig wenig Schaden. Geht auf einen Abschlag. Macht guten Schaden. Ich habe jetzt keine Recovery mehr. Und ich habe ein Siedewasser, weil ich das Ding einfach nur loadchippen muss. Damit ich da irgendwas gegen drücken kann. Auf den Gift-Heap. Kriegt er sich die Poison. Das ist ein bisschen unlucky. Geht wieder auf Siedewasser. Und kriege jetzt tatsächlich den Burn. Die Poison drückt mich weiter runter. Jo, ich gehe jetzt einmal weiter auf den Siedewasser. Er geht weiter auf den Abschlag, der macht ja jetzt nichts mehr. Aufgrund von Burn und keinem Item. Ich kriege hier mit Schutzwachboost noch ein bisschen mehr Schaden auf das Pion Draghi. Er kriegt nochmal Burn Damage. Er geht auf den Abschlag. Und ja, damit ist Turtok jetzt auch weg. Und wir stehen jetzt 6 zu 3 in diesem Game. Ja, ich gehe in den Cosma. Sache wäre halt, ich hänge mich ja mit Ramontis Setup. Problem ist, wenn er auf Abschlag geht, dann habe ich meine Charlie Berry nicht mehr und dann kann Wolverock mich easy killen. Deswegen gehe ich jetzt in den Cosma. Das Ding ist halt schneller. Aber ich krieg safe raus. Vielleicht hätte ich doch lieber in Lando gehen sollen und vielleicht U-Turn klicken oder so. Aber in dem Moment war das meine. War das für mich die schlauste Variante. Er geht auf seinen Burgers. Und an dem Scarf kann er ja Modis spielen. Heißt, der Orkan macht nochmal extra Schaden. Und das ist echt guter Schaden, finde ich. Hier jetzt auf die Rocks. Hab außerdem mit dem Pivot-Set vom Damage-Kalk den Damage gekalkt, deswegen war es sau wenig bei mir. Hab mich dann erstmal erschreckt, warum das so viel Schaden ist. Ja, und jetzt muss ich mich hier gegen hochheilen. Er misst den Orkan. Ist gut für mich, aber extrem unlucky für ihn. Er geht auf den Orkan. Und kriegt die Confusion. Orkan ist so ein Kack-Move, ne? Du kannst eigentlich nur Pech mit dem Ding haben. Also, je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Jo, er geht nochmal auf den Arkan. 11 KP. Und ich kann mich hochheilen. Die Sache ist, er macht mir mit dem Orkan weniger, als ich mir mit dem Mondschein hochheile. Heißt, irgendwann kann ich ihn theoretisch anschippen. Nee, gerade schon, ich hatte gerade vor 11 KP, jetzt habe ich 32. Wir machen ja also pro Turn etwa einen Effort von 21 KP. Also jetzt sollen wir etwa bei 49, kommen gut hin. Wenn wir davor bei 32, also jetzt waren 17. Aber Confusion und ich hätte mich selbst. Das ist extrem scheiße. Er geht immer auf den Arkan und dann ein bisschen Cosma raus. Wegen dieser Kack-Confusion. Diese Kack-Confusion. Ja, ich muss jetzt in Lando, weil Ramaphim die einfach gewone-shottet wird. Naja, Modest spielt Timid, würde glaube ich nicht reichen. So, er geht in seinen Tangela. Ich wusste ja, dass ich langsamer bin als Jorn, aber bin trotzdem in Shanghai gegangen. Ich habe mir hier einen U-Turn im Kopf. Ja, da kam jetzt auch schon 2 Tage her oder so.
So, immer Steinkante. Ich hoffe, es ist die Powder. Er schläft unser Lando, aber unsere Win Condition schläft nicht. Also, ich könnte jetzt wahrscheinlich schon denken, was ich jetzt in dieser nächsten Turn mache. Und zwar gehe ich jetzt in Ramot. Ramot hat hier nicht großartig Probleme gegen Tangela. Aber geht raus. Und zwar in Hooper. Das sind extrem viel Schaden. Extrem viel. Aber er geht direkt raus. Ich bin auf den Quiver Dance gegangen, weil es hier gerade für mich die einzige Variante war, wie ich hier irgendwie gegen ihn stehen kann. Und er holt Morlord rein. Ich verstehe es nicht ganz, warum. Eigentlich sollte bekannt sein, dass Ramot Gigasauger hat. Ich weiß nicht, ob er das in dem Moment nicht wusste oder ob es ihm nicht bekannt war. Aber auf jeden Fall, ich drücke Gigasauger und damit ist Morlord weg. Und der Ramot macht tatsächlich mehr was in dem Kampf. Das ist auch mal was Neues, ne? So. Er geht in sein Tornades. Sache ist, ich muss jetzt einfach einmal auf den Flammenwurf gehen und das Ding ist weg. Ja, auf den Arkan. Und die Confusion. Und ja, ne? Ist halt Confusion. Ich muss jetzt auf den Miss hoffen. Er geht auf Arkan und misst. Ich bin nicht mehr confused und drück Flammenwurf. Damit ist Tornadis weg. Und ich kritte. Aber der hat nicht gemeldet in dem Moment. Ich bin modest, glaube ich. Ja, ich sollte modest sein mit Ramot. Also nicht gemeldet, wie gesagt. Wir sehen seinen Wolverock. Wäre ich noch ein bisschen höher vorhin Life Points, hätte ich jetzt hier auch drin bleiben können und Giga Drain drücken können. Aber bin ich nicht, deswegen gehe ich in Lando raus. Er muss auf Accelerock gehen, deswegen macht er mir nicht so viel Schaden jetzt. Weil, da, wenn er nicht auf Accelerock geht, dann wird er vom Robot weggenommen. Aber, ja, Life Orb. So. Er geht raus in seinen Tangela. Kriegt wieder Toxin Damage. Kriegt wieder Rocks Damage. Und durch das Toxin kommt er gar nicht wirklich aus den Lows raus. Also aus den Low HPs. Was für mich persönlich extrem gut ist. So, ich wach direkt auf. Was auch extrem gut ist für mich. Drück U-Turn und damit ist Tangela weg. Jetzt leben bei ihm noch. Welche Monster sind es noch? Wolverock und Hooper. Die sind beide durch eine Q weg. Muss ich nur hoffen. Ich weiß nicht, was für ein Item dieses Hooper hat. Dass der jetzt nicht irgendwie was hat, damit ich mal. Damit der EQ nicht killt oder so. Keine Ahnung. Naja, ob es irgendwas gibt. Hier auch nicht alle Items. Ja, Cherry Berry. Sieht man hier nochmal, aber eben hat nichts ausgemacht in dem Kampf. Er kriegt Life Orb Damage. Ich gehe in meinen Lando. So, und Erdbeben. Das Erdbeben. Damit ist Wolverock weg und dann stehen noch Hooper und Lando auf beiden Seiten. Sein Ice-Heap killt zu einer recht hohen Wahrscheinlichkeit, einfach weil es ein Ice-Heap ist und ich schon angehittet bin. Aber ich drücke Erdbeben, bin schneller. Und kann damit den fünften Win im sechsten Match holen. Und das extrem knapp. Also sagen wir mal so, als Necrozma weg war, habe ich mir eigentlich schon gedacht, das ist ein Lose. Und dann legen Ramot und Lando so eine Show hin. Meine beiden First Picks hier. Ja, ich war extrem zufrieden nach dem Match. Also, zwar nicht mit meinen ersten Runden, weil ich die extrem scheiße gespielt habe. Aber vor allem, wie ich es Ende dann noch gespielt habe, fand ich persönlich extrem gut von mir. Hey. Ja, es hätte wahrscheinlich deutlich einfacher laufen können, wenn ich am Anfang nicht alles am Stück weggeworfen hätte. Vielleicht mal ein bisschen lustiger gespielt habe, mal Lando und Scepter in Tangela reingeholt hätte, um das Sleep Powder abzufangen. Da wäre vielleicht auch Metaross nicht so low gegangen. Aber man kann am Ende jetzt nichts machen. Und wir sehen uns nächste Woche beim Teambuilding gegen
Bufti und seine Bashing Buffalons. Ajo und ciao.